die Stahlbaustützen, die für eine Rohrbrücke vorgesehen sind, sind im Vorfeld schon gesetzt worden. Ihr seht hier mal einen Abschnitt von einer Rohrbrücke, die für eine Fernwärmerohrleitung vorgesehen ist. Und hier mal noch ein paar Ausschnitte von dem Kran, der da zum Einsatz gekommen ist. Das ist natürlich ganz schön gewaltig, würde ich mal sagen. Dieser Kran muss Lasten ziehen. Die Kollegen, die das bedienen, wissen natürlich bestens Bescheid, sind geschult und haben ihre Erfahrungen. Ihr seht ja mal auch die Kollegen, die für den Stahlbau, für diese Rohrbrückenkonstruktion zuständig sind, die dieses Mittelteil über das Gleisbett der Bundesbahn legen werden und montieren werden. Vorbereitungen sind getroffen worden und es wird demnächst langsam mit diesem großen Kran über das Gleisbett rüberschweben und dann auf den Mittelstahlbauteilen, wie jetzt hier zu sehen ist, gesetzt werden. Hier mal schön zu sehen, wie die Kollegen an dieser Stahlbaukonstruktion an den Stützen arbeiten, auf beiden Seiten. Das muss natürlich ganz präzise abgestimmt werden. Da geht es um Zentimeter, Millimeter. Aber die Erfahrung der Kollegen, da kann man schon Vertrauen haben. Die haben das ja schon öfters gemacht und von daher denke ich, wird das alles präzise ablaufen, was ja letztendlich auch der Fall war. Hier mal ein Eindruck gewesen von dem Kran, der da zum Einsatz kam, der praktisch diese Rohrbrücke über das Gleisbett hat schweben lassen. Und hier noch weitere Eindrücke von den Montagearbeiten an den Stahlbauträgern, an dieser Fernwärmerohrbrücke, wo letztlich eine Fernwärmerohrleitung verlegt wird, die mehrere Stadtteile miteinander verbinden. Herzlichen Dank an dieser Stelle für euer Interesse an diesem Video. Herzlichen Dank für das Teilen der Videos hier auf dem Rohrschweißer-Wigschweißer YouTube-Kanal. Daumen hoch, wenn es euch gefällt und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Umsetzen der einzelnen Tipps zum Thema Wigschweißen im Rohrleitungsbau.